Wandel in der Kulturwirtschaft gehört als Thema auf die Berlinale. Belästigung von Schauspielerinnen vor allen Dingen ist ein großes Thema. Das wissen wir schon lange, aber es ist viel zu spät öffentlich geworden. Deswegen ist es wichtig, dass wir das jetzt umfassend aufarbeiten. Es ist sehr wichtig, dass Männer in diesem Thema mitgehen, weil ohne die Männer werden wir das nicht schaffen. Und wir wollen es auch nicht ohne die Männer schaffen. Wir wünschen uns einen Dialog auf Augenhöhe mit den Männern. Wir wollen gemeinsam Kultur schaffen. Also der Wandel in der Kulturwirtschaft ist auch für mich sehr wichtig, weil es nicht sein kann, dass irgendetwas auf Kosten anderer zustande kommt. In dem Fall sind es oft Frauen, aber nicht nur. Es geht um Machtmissbrauch. Das betrifft uns Männer genauso. Ich habe das auch erlebt als Mann. Die Menschenwürde muss gewahrt sein. Das ist einfach das A und O. Wandel in der Kulturwirtschaft erreichen wir, indem sich insbesondere Frauen zu Wort melden. Es geht darum, dass Autorinnen Geschichten aus Frauenperspektiven erzählen. Es geht darum, dass Regisseurinnen und Produzentinnen einen größeren Anteil auch an öffentlichen Fördergeldern bekommen. Also es ist ein ganzer Strauß von Dingen, die diesen Wandel darstellen, den die Kultur braucht. Ich wünsche mir, dass Frauen gleichberechtigter beschäftigt werden, dass die Filmförderung gerechter verteilt wird und dass mehr Frauen in Spitzenpositionen gelangen können. Ich möchte selbst, wenn ich Filme sehe, interessante Menschen sehen, Männer und Frauen. Menschen mit interessanten Ansichten, mit interessanten Berufen oder auch weniger interessanten Berufen, aber interessanten Ansichten und interessanten Lebensläufen, so vielfältig wie Menschen sind, das möchte ich abgebildet sehen. Ich bin eigentlich ganz optimistisch jetzt gerade über diese Veranstaltung heute für die Zukunft, aber es ist auch ganz wichtig, dass wir alle mehr zusammenhalten und auch hinschauen und das Maul aufmachen. Kulturwandel gelingt uns, indem wir anfangen, erwachsen einander zuzuhören, miteinander auf Augenhöhe umgehen, lernen und zuhören.